Hallo, heute sind wir auf den Spuren der alten Löwenschule in Alzey. Die Löwenschule war eine Grundschule oder damals hat man gesagt Volksschule und war hier 1883 eingeweiht worden. Und das Einzige, was von dieser Schule übrig geblieben ist, ist dieses Portal hier. Und zwar war das Portal 50 Meter weiter darunter und dann ist man durchgegangen, drei Treppen hoch und dann war man im Schulhof von der Löwenschule. Also die Löwenschule wurde 1883 neu gebaut, fast am Stadtrand. Und wenn wir mal genau hier hinschauen, da haben wir eine Luftbildaufnahme. Und das ist die Löwenschule hier. Das ist es. Und hier stehen wir im Moment. Das ist die Löwenschule. Und das ist die Turnhalle der Löwenschule. Nur zur Orientierung. Das ist die Stadtverwaltung, die ehemalige Kreisverwaltung. Und hier hinter uns das Gesundheitsamt. So lag die Löwenschule hier in Alzey. 1871, so viel ich weiß, beschloss also die Stadtverwaltung von Alzey eine neue Schule zu bauen, weil die alte Schule, die damals im Burggrafiat war, viel zu klein war. Also hat man die neue Volksschule gebaut. So, die hatte 10 Säle und eine Turnhalle. Und das war ganz was Neues in Alzey, eine eigene Turnhalle. Und damals zur Eröffnung waren da über 700 Schüler. So, und jetzt stehen wir quasi im ehemaligen Schulhof von der Löwenschule. Hinter mir, da das alte Gebäude, das ist das ehemalige Landratsamt, Kreisverwaltung, heute Stadtverwaltung. Und jetzt mal genau entgegengesetzt, wo jetzt heute die neue Stadtverwaltung steht, hier war die Löwenschule. Und wenn wir uns noch weiter rumdrehen, haben wir quasi den Blick, wie es früher auch im Schulhof war, auf das alte Gesundheitsamt und auf die Stadtmauer. So haben wir das damals gesehen, als wir noch hier in die Schule gegangen sind. So, jetzt gucken wir nochmal auf das kleine Bildchen, das ich euch mitgebracht habe. Hier stehen wir gerade, wo der Baum ist in der Mitte. Da ist die Schule und das ist die Turnhalle. Und an die Turnhalle, da habe ich schon so meine Erinnerungen. Ich bin ja damals in die Nibelungenschule gegangen und einmal die Woche hatte man dann Turne. Heutzutage sieht man Sport, damals war Turne. Wir sind also da hochmarschiert, vorne war so Umkleidekabine mit lauter Haken und Turnbänkchen. Und da hatte man unseren Turnbeutel dabei und der Turnbeutel war drin, das Turnhemdchen, die Turnhose und die Turnschuhe. Mehr haben wir da damals nicht gebraucht. Dann sind wir da drin in die alte Turnhalle. Da hat es immer noch Öl gerochen, weil in der Sommerferie wurde der Boden dann immer neu eingeölt. Und wenn man da mal hingefallen ist, da hat man ausgesehen wie ein Wutz. Wie gesagt, umgezogen und dann nix wie ein Neu in die Halle. Dann musste man im Kreis laufen, weil unser Lehrer war noch ein bisschen konservativ. Da waren noch ganz andere da an der Schule, die konservativ waren. Also, der hat uns dann immer im Kreis laufen lassen und hat uns singen lassen: Turner auf zum Streite, tretet in die Bahn. Das war der Turnermarsch, den musste man erst singen mit alle drei Strophen. Das war unser Aufwärmtraining. Also, jetzt stehen wir, wie gesagt, im Schulhof. Wenn wir da mal hingucken, da stehen wir genau, hier stehen wir. Und das ist die Altschule und da waren zwei Eingänge. Da konnte man rein und rausgehen. Und früher war hier noch ein Zaun, so ein Maschendrahtzaun. Und zwar war das ja so, dass in der Nachkriegszeit die Franzosen die Schule beschlagnahmt hatten. Und auf der einen Seite waren 4 Klassensäle, die waren nur für die Franzosenkinder. Und wir also mussten uns den Rest hier teilen. Unser Schulalltag war eigentlich, ja,
Es hing auch viel von der Lehre ab. Wie gesagt, wir hatten ein paar junge Lehrer, aber auch viele alte. Die Alte, die waren auch so aus dem Dritten Reich und haben auch so ihre Lehrmethoden, die sie hatten, so in die Neuzeit quasi rübergerettet. Da ging es ganz streng zu. Im Schulhof musste man manchmal stramm stehen, Hände an die Hosennaht. So hat es ausgesehen damals, wenn man da rüber guckt. So haben wir da in Reihe und Glied da gestanden, im Still gestanden. Und dann ging es ab hoch in den Saal. Die Lehrer waren streng. Da ist nicht groß diskutiert worden. Die Argumente von denen waren manchmal der Rohrstock oder das Lineal, mit dem du auf die Finger geklopft kriegt hast. Oder sie haben dich am Ohrläppchen hochgezogen. Das war sehr unangenehm. Und wenn ich immer so viel geschwätzt hat, da hat es geheißen, Franzl, ab in die Ecke. Dann musste ich mich in die Ecke stellen vor den Papierkorb und musste den Rest von der Stunde in die Ecke reingucken. Es war sehr unangenehm. Und wenn man besonders böse war, musste man vor die Idee. Wir hatten natürlich auch liebe Lehrer, wie wir gesagt haben. Zum Beispiel war das so in den 50er Jahren der Lehrer Strupp. Der Lehrer Strupp, das war ein junger Kerl, der hat mit der Alzheimer oben im Stadion Fußball gespielt. Und wenn ein Schüler mal besonders lieb war, dürfte er den sogar daheim besuchen. Und das war so ein Abenteurer. Der hat sogar den Panzer von einer Schildkröte im Wohnzimmer hängen. Später ist er leider versetzt worden oder ist nach Chile ausgewandert. Im Jahr 1905 war es mal wieder so weit, dass die Schüler keinen Platz mehr hatten und die Stadt hat beschlossen, eine neue Volksschule zu bauen. Und das war dann die Nibelungenschule. Die Stadt wurde getrennt. In der Achse an der Niederstraße Rossmarkt St. Georgenstraße. Die eine Seite ging in die Nibelungenschule, die andere Seite ging in die Löwenschule. Dann hat man es noch einmal kurz geändert und zwar die Nibelungenschule war die Mädchenschule und die Löwenschule war die Bubenschule. Und so ging das dann noch ein paar Jahre weiter, bis das endgültige Auskam für unsere Löwenschule. Und hier habe ich noch ein Bild von unserer, der letzte Lehrerkollegium der Dings. Da kenne ich noch den Lehrer Becker, der Rektor Becker und der Mann mit der Brille. Es war mein Lieblingslehrer, es war der Lehrer Hetterich. 1983 war ein bedeutungsvolles Jahr für die Löwenschule, denn sie hatte 100-jähriges Jubiläum und auch im Jubiläumsjahr wurde sie leider abgerissen. Die Schüler gingen in die Albert-Schweitzer-Schule und an der Stelle der Löwenschule wurde die neue Kreisverwaltung gebaut. Und so sah es dann traurig aus.